Jahre lang war Diana Burnwood mein Handler innerhalb der Agency. Sie lieferte Informationen und stand für Diskretion. Und ich für Perfektion. Wir haben uns vertraut. Dann, am 10. August, zwang Diana die Agency in die Knie. Sie löschte alle Konten, kappte alle Kommunikationswege, ließ die Agenten auffliegen und nutzte das Chaos, um unterzutauchen. Nun hat die neu formierte Agency sie aufgespürt und mir den Auftrag erteilt. Eines Tages werde ich das alles vergessen haben. Aber bis dahin mache ich meinen Job. Diana, sie redet ständig von ihm. Und damit herzlich willkommen zu diesem Hitman. Ich als Sophia, hallo, wenn ihr noch nicht kennt, alleine machen werde und wir gehen jetzt einfach mal in Absolution rein. 3, 2, 1. Ja, ich erstelle jetzt ein neues Spiel. Ich habe das selber schon mal so ein ganz klein wenig nur gespielt. Wenn sie wirklich ein neues Spiel starten, ja. Wirklich noch nicht lange, nur eine Stunde. So, ein neues Spiel wurde erstellt. Nein, tut mir leid, wenn das jetzt gerade hier ein bisschen kalt hat. Heiß Farbschema. Wirklich leid. So, wir erstellen ein neues Spiel, was eben gerade irgendwie nicht wollte, keine Ahnung. So, wir gehen auf Normal, wählen das. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer. Sie müssen nichts erklären. In Ordnung. Viel Glück, 47. Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg.
Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? In diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. So, hiermit fängt es auch unsere erste Mission an. Sich nicht erwischen. Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis. So, jetzt drücke ich mal F1 früherer Handler Diana und öffne mein Notebook. Ja. Und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen. Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Von jetzt an werde ich sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. So, in diesem Spiel spielen wir 47. Der ist Agent, würde ich jetzt einfach mal sagen. Der Agency. Und hier im Notebook haben wir diese drei Reiter. Einmal Einsatzziele. Das sollte, glaube ich, klar sein. Da wird uns halt gesagt, was sollen wir machen. Herausforderungen. Was können wir womit machen? Und ich finde es ziemlich schade, dass hier die Sachen aus meinem vorherigen Spiel anscheinend gespeichert wurden. Tut mir furchtbar leid. Wird aber nach den ersten Folgen nicht auffallen, da ich erst ungefähr eine Stunde gespielt habe. Und zu guter Letzt unser Inventar mit unseren verschiedenen Waffen. Und wir können uns verkleiden, das werdet ihr noch später sehen. Aber erst einmal schaffen wir uns hier Zugang. Unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. Nähern Sie sich der Deckung vor ihm. Kameras, Bewegungsmelder. Erstmal. Hier könnte jeder einfach so reinmarschieren. Over. Kann ja gar nicht richtig reden im Tutorial. Aber, dann müssen wir jetzt in das Haus von Diana vordringen. Bleiben Sie unerkannt und töten Sie möglichst diskret. Und ihr werdet sehen, man muss Leichen auch verstecken und alles. Ich suche gerade eine Truhe. Ich glaube, hinten war... Ah, hier ist einer. So, jetzt drücke ich eben. Ja, wir müssen hier jetzt in das Haus von Diana, die uns und unsere Agency verraten hat. Die Agency verraten hat, unbemerkt hereinkommen, töten und Zielpersonen in der Nähe. Zielen Sie auf den Kopf. Und erhöhen Sie dann ebenfalls Ihre Präzision, indem Sie Ihre Waffe stabilisieren. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren. Und ebenfalls ein kleines. Ebenfalls ein kleines Mädchen zu retten. So. Wir hören jetzt einmal ganz kurz auf zu schleichen. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Doch, wir schleichen Wenn doch Sie wieder. Sterben oder neu beginnen, wir haben trotzdem schon einmal den Checkpoint. Position. Thank you.
Und wir werden diese Leiche auch gleich mal los. Und was die nette Dame im Hintergrund meint mit, wir können da auch rein, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, ja, genau das wollte ich mir auch sagen. Man kann da drin dann versteckt sein. Und ja. Sauberer Kill. Mit der Klavierseite können Sie Ihr Opfer sofort wegschleifen. Ja, das ist auch das Gute an der Klavierseite. Die ist natürlich absolut unhörbar, weil sie halt auch keine Geräusche macht natürlich. Und ja, generell in diesem Spiel geht es sehr viel darum, unbekannt zu bleiben. Ich habe mich hier gerade irgendwie so ein bisschen, ja, jetzt geht's wieder festgekackt. Es geht, wie gesagt, in diesem Spiel darum, unbekannt zu bleiben. Und das Missionsziel zu erfüllen. Seht auch, die Grafik ist eigentlich ziemlich gut. So hier das Wasser und so. Hier unten sieht man, da werden wir gleich reingehen. Da unten ist auch schon ein Wachmann. Da gehen wir jetzt gleich einmal hin. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu ganz ruhig. Herumliegende Leichen alarmieren ihre Feinde. So. Ja, das hast du mir schon zehnmal gesagt. So. Die Leiche kommt jetzt ebenfalls in einen Container, in diesem Fall hier den hier rein. Es gibt auch verschiedene Arten von Container, wie ihr schon gesehen habt. Unter anderem gibt es auch Gefriertruhen. Und dann aktivieren wir jetzt einfach mal den Checkpoint. Lauschen wir mal. Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nicht. Entdeckung. Sehen Sie die Wachen, die überall im Garten verteilt sind? Gott. Tja, sie hat ihn angefleht, dass er sich helfen lässt. Aber er will mit niemandem darüber reden. Am allerwenigsten mit uns. Mann, 25 Jahre Kampferfahrung. Da denkst du, du bist immun und bam, erwischt es dich. Aus heiterem Himmel. Bist du überhaupt fit für einen Einsatz? Hey, denk nicht mal dran. Ernsthaft. Dieser Job ist vermutlich das Einzige, was ihn am Leben hält. So. Haben die beiden auch ausgeschaltet. Da drüben steht noch einer. Dem ist es aber auch Inito. So, und hier scheint alles aufgeräumt zu sein. Gut. Decken wir noch einmal eben schnell die Leichen, laden einmal nach. Ja, unsichtbar sozusagen. Bewaffnet, damit auch gar nichts auffällt. So, werden wir den auch gleich mal los. Können wir noch einmal gucken. Kann ich mich schon verkleiden mit dem hier? Ja, das geht zum Beispiel später. Bei anderen Persönlichkeiten. Und die nächsten. So, ist jetzt irgendwer neu gekommen? Nein. So, mein Freundchen. Du kommst auch nochmal weg. Hammer, kann ich mir auch. Also ihr seht, man kann ja auch verschiedenste Waffen haben. Auch so Alltagsgegenstände wie ein Messer oder ein Hammer oder vorhin war auch noch ein Schraubenschlüssel. Aber ich bin mehr so der Pistolen und Klavierseitenfreak, kann man sagen. Ganz einfach, es ist. Okay, man braucht eigentlich für jede Waffe wirklich nur einen Schlag. Aber ich mag es irgendwie lieber, keine Ahnung. So, er ist nur müde. Gucken wir gleich einmal das Buch an, was da drin ist. So, ich würde den jetzt mal ganz. Achso, von der Seite, okay. Nicht, du siehst mich nicht.
werfen wir die gleich auch noch mal einem weg. Loswerden. Hier stand eben gerade noch einer. Der darf natürlich nicht ungeschoren davonkommen. Benutzen Sie Ihren Instinkt oder das Radar, um den Ausgang zu finden. Ansonsten sieht es hier oft. Ja, ansonsten ist hier. Ansonsten ist hier erstmal alles frei. Als irgendwer negativ. Wo ist die nächste Truhe? Gut, dann schleppe ich den einfach da hinten mit rein. Dauert ein wenig länger, aber das sollte noch zeitlich im Rahmen sein. Also ich stelle mich jetzt vielleicht so ein bisschen doof an. Ob das Gehen so mit einer Leiche ist, naja. Fertig. Hier muss irgendwo noch eine Truhe sein, weil wir haben noch eine Leiche. Nein, komm. Da rein bitte. Nein, komm. 47, du bist... 47. Ah. Was loswerden? Geil. Ah. Finde ich gut. Also ihr seht, dieses Spiel bietet wirklich viele unterschiedliche Möglichkeiten. Sagt das Buch. Okay, das scheint also so, dass ich damit jemanden erschlagen kann, mit einem Buch. Ja, wer wünscht sich das denn nicht, von einem Buch erschlagen zu werden? Ich wünsche mir nicht, ehrlich gesagt. Gehen wir ja auch mal in das Häuslein rein. Ihr seht, ein kleiner Checkpoint. Öffnen. Immer Entdeckung. Eine Person. Vielleicht steht sie da nicht mehr. Gehen Sie in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Oder verstecken Sie sich. Sauberer Kill. Sie können die Leiche über die Brüstung werfen. Treffen. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bewegungen des Feindes vorherzusehen. Ja, dann mach mal das Ganze doch mal. Um unbemerkt in das Gewächshaus zu kommen, brauchen Sie eine Verkleidung. Besorgen Sie sich eine Verkleidung. Sie sind jetzt als Wachmann verkleidet. Kleiden wir uns, und das ist das, was ich meinte. Denken Sie daran, dass andere Wachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Wie ich schon gesagt habe, man kann sich hier verkleiden. Was auch eigentlich wirklich effektiv ist, muss man sagen. So, den würde ich jetzt ganz gerne mal über die Brüstung schmeißen, wenn es hier wieder gesagt hast. Dankeschön. Schöne Unterwäsche, by the way. So, den schleppen wir auch gleich nochmal weg. Und werden ihn auch los. Und damit unsere Deckung natürlich nicht auffliegt, sollten wir nicht unbedingt bewaffnet sein. Gleich hier ist weg. Ich halte mich hier einfach mal als Gärtner. Könnte noch jetzt als Gärtner verkleidet sein. Sich im Gewächshausbereich frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Gärtner Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Ja. Das finde ich auch sehr gut gemacht. Wäre ich jetzt ein Sicherheitsmann, würden auch die Sicherheitsmänner mich durchschauen. Und bin ich ein Gärtner, durchschauen mich halt Gärtner. Also die scheinen wohl ihre Kollegen sehr gut zu wissen. Sein Bein war ja gerade so ein bisschen in der Brüstung. Das hätte ein bisschen... Ich glaube, das hat wehgetan, aber soll mir egal sein. Ich habe ihn schließlich getötet. Nö, kein Blut. Was ist denn das da? Ach so, okay. Ja, da
Wird meiner schönen Agenten. Die Gärtner dort vorne werden misstrauisch. Und sie haben nicht genug Instinkt, um sie auszutricksen. Finden Sie einen anderen Weg. Ein Gärtner ist hinter Ihnen her. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um ihn auszutricksen und zu entkommen. Sir, keine Ahnung. Ich habe Sie noch einmal von weitem gesehen. Sieht gut aus. Was haben wir eben gerade erfolgreich getan? Sorry, Mann. Neue Regeln. Hier ist kein Zutritt, außer für den Sicherheits... Sie da? Noch ein Gärtner. Tut mir leid, aber Sie haben hier nichts zu suchen. Bitte verlassen Sie uns. Sir, Sie sollten auf den Mann hören. Da geht's lang. Sie wurden verhaftet. Laufen Sie nicht weg. Geben Sie vor, sich zu ergeben. Oder gehen Sie ruhig in einen abgeschiedenen Bereich und kümmern Sie sich dann um Ihren Feind. Ich erledige. Also? Gehen Sie in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Oder verstecken Sie sich. Ja komm, übertreib hier jetzt nicht, ja. Oh, schöner Headshot. Besser geht das Ganze doch gar nicht. Sie haben eine Waffe in der Hand. Jetzt nochmal auf, kriechen Sie so ein bisschen weiter. Verdacht zu erregen. Ja, das ist auch nicht die beste. Die ist weg. Und wir gehen einfach mal durch. Das war jetzt wahrscheinlich ziemlich noobig gemacht, aber. Ja. Also. Hauptsache, es hat funktioniert und das hat es. Hier so. Der Garten liegt hinter mir. So, jetzt müssen wir hier an der Kante entlang klettern. Bitte nicht runterfallen, dankeschön. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood und Victoria. Oh, einmal wird S gedrückt. Sie liegt uns sehr am Herzen, der Agency. Okay, jetzt habe ich gerade ganz schlau gemacht. So am Fenster vorbei. Und einmal hoch. Ich könnte sie küssen. Bin ich nach unten? Oh Mann, super. So. Ja, danke, Doc. Komm ich nice vorbei. Geht er jetzt gleich weg oder? Nicht gleich. Arsch. Danke. Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, wiederhören. Mann. Den Tag kann mir keiner mehr verderben. Okay, der ist jetzt weg und. Warte nochmal eben. Hier auch geöffnet. Hey, 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 du weißt doch, dass wir in der Nähe des Hauses nicht rauchen sollen. Was ist los mit dir? Du bist ein Soldat, verdammt nochmal. Alle Zeugen, Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. Die Person hat... Wollen wir gleich mal... Ah, Checkpoint. Mache ich immer als allererstes. Nicht, dass er dann irgendwie doch noch Blödes kommt. Die schleppen wir und ich denke, die kommen ja einfach über die Brüstung. Ich glaube, erst kleide ich mich nochmal, bevor ich die wegwerfe. Ich denke, die kommen dann auch nochmal über die Brüstung auswerfen. Im Inneren des Anwesens frei bewegen. Ah? Denken Sie daran, dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Mich gleich mit. Und wir haben 3 Punkte beim Leichenhandel, Leichenschmaus. Ja, und da wir jetzt in das Anwesen eingetreten sind, würde ich mal sagen,
Vielen Dank, dass ihr jetzt beim ersten Part zugeschaut habt. Der hat jetzt auch Überlänge, der sollte jetzt knappe 30 Minuten sein. Aber es ist okay. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.